Meine absolute Traumwohnsituation wäre ein Hausboot. Ich würde es selber ausbauen, es wäre zwar klein, hat aber ziemlich viel Charme. Dort würde ich mit meinem Freund und meinem Haustier leben. Und ja, ich kann mir es aber auch gut vorstellen, mit einer älteren Person zusammenzuleben, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet und die Aufgaben gut aufteilt, dass es auch keine Stürme gibt. Mein Name ist Rebecca Jenny. Ich wohne zurzeit allein in einer Wohnung oberhalb vom Thunersee und sehe auf den See und genieße die Zeit in meiner eigenen Wohnung sehr. Vor allem, weil sie so unglaublich schön gelegen ist. Wohnen wiederum habe ich schon ganz viele verschiedene Formen ausprobiert, von 2 Jahren bis zu 5 Jahren WGs, und könnte mir das durchaus auch gut wieder vorstellen, eigentlich auf das Alter des Mitbewohners oder der Mitbewohnerin kommt es für mich gar nicht darauf an, sondern ob die Chemie stimmt. Und das kann durchaus sehr wohl mit einer relativ viel älteren Person oder auch mit einer jüngeren sein. Ich finde den Austausch und das Spezielle am Zusammenwohnen, es bringt ja sowieso gerade augenblicklich sehr viel mehr Intimität und Nähe mit einem anderen Menschen, extrem schön und wertvoll. Ich wohne in einem Haus mit meiner Frau zusammen und das Haus ist auf unbestimmte Zeit gemietet, es wird nicht mal abgebrochen. Ich stelle mir das vor als Gemeinschaft, aber so ein bisschen offen lassend, wo man nicht gezwungen wird zu etwas und gut Freiraum hat, für sich doch zu verwirklichen mit und ohne die Gemeinschaft. Das würde für mich dieser Gemeinschaft innen zusammengehören, unbedingt, ja. Ich muss es nochmal wiederholen, weil ich schneide mir weg. Ich kann mir vorstellen, oder nicht? Ich kann mir das sehr gut vorstellen, mit den Eltern und Jüngeren zusammen zu wohnen, weil das gehört für mich zu einer Gemeinschaft. Im Moment wohne ich in einer WG, in meinem alten Elternhaus, mit 3 Jungs zusammen. Meine Eltern sind ausgezogen, weil das Haus ist einfach zu gross für das Zweite. Und sie sind jetzt selber in den Weg gezogen mit anderen gleichaltrigen Pärchen. Sie sind jetzt 8, haben alle ihre eigene Wohnung und noch eine Gemeinschaftswohnung. Also das gemeinschaftliche Wohnen kann ich mir in dem Sinn vorstellen, egal wie alt die Leute sind, wenn man einfach wie oder eigenen privaten Raum hat. Und ich würde mega gerne Sachen wie teilen oder den Garten teilen, aber gleich, dass man seine eigenen 4 Wände hat, seine eigene Küche, dass man so einkaufen kann, wie es ihm entspricht, und dass sich niemand ein Kompromiss muss eingehen, oder dass sich einfach alle so, so kochen und so einkaufen, wie sie wollen. Das ist etwas, wo halt jeden Tag, wo du jeden Tag damit beschäftigst, was wichtig ist. Aber sonst so eben Garten und Geräte und Gemeinschaftsräume oder irgendwo eine Werkstatt. So Sachen fände ich wunderschön, wenn das geteilt sein kann. Ich würde sehr gerne in einer Gemeinschaft wohnen, wo auch andere Familien sind, wo andere Kinder herum sind, wo man gemeinsame Projekte starten kann. Aber ich würde einfach gleich sehr gerne meine eigene Wohnung habe, also mit meiner Familie zusammen und auch meinen eigenen Raum, aber auch Raum, den man teilen kann. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, auch mit älteren oder jüngeren Leuten zusammen zu wohnen. Genau, wenn es andere Kinder noch hat oder auch Leute, die älter sind. Unter welchen Bedingungen? Ich wohne in einer Zweizimmerwohnung mit meinem Partner in einem Wohnblock in Thun. Wenn alles möglich wäre, was ich mir wünsche, möchte ich gerne in einem Holzhaus, in einem modernen, nachhaltigen Holzhaus leben. In einer Gemeinschaft gleichwohl, mit Nachbarn, die ich mich gut verstehe oder wo wir uns austauschen können. Ich möchte aber meine Ruhe für mich haben. Ich möchte gut schlafen können. Und ich möchte meine merke, dass Leute um mich herum leben, aber ich möchte nicht zu einer Stunde, was ab den 11 oder 10 am Abend möchte ich auch meine Ruhe haben. Also ich möchte meine Nachbarn nicht hören. Ich könnte mir vorstellen, mit jemandem für Älteren zusammen zu leben und auch jemandem für Jüngeren.
mit jemandem Älteren zusammenzuleben, wäre für mich wichtig, dass wir Sitzungen machen und dass wir also allgemein Sitzungen machen, wenn ich in der Gemeinschaft lebe. Aber auch, wenn es darum geht, ältere Leute zu unterstützen, dass wir wissen, was die Leute brauchen. Und dass, wenn es dann mal darum geht, dass die Person auch eine Pflege braucht, dass es gut abgedeckt wird, ob extern oder sogar intern, weil ich von Pflege bin, könnte ich mir das vorstellen. Ich möchte aber, dass es auch gut geklärt und organisiert ist.